Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Falls du noch hier bist, mein Name ist Sarah und wir fahren heute zuerst nach Nürnberg und dann fliegen wir morgen am Samstag nach Italien mit der lieben Annika. Viel Spaß bei dem Video und let's get started. So, wir spielen Ching Chong Chong, wo wir hingehen. Ich bin für Barca. Ich für Bari, weil ich war in Barcelona im Dezember. Ich spiele bis drei, okay? Okay. Stück, Stück, Stück. Stück, Stück. Wir haben gerade einfach unsere Flugtickets gebucht. Annika und ich fliegen am 30. April nach Bari. Wir fliegen nur mit Handgepäck. Also, ich bin gerade auf Airbnb gewesen. Ja, ich stelle meine Anfrage. Eine E-Mail. Also, Sarah, du hast es gerade gebucht. Ich konnte stornieren. Geht's in 2 Stunden los nach Nürnberg? Ja, habe ich schon gepackt. Nein. Annika hat einfach ihr Spanischbuch dabei. Dazu kommt jetzt mal 40 Minuten Verspätung. Aber das macht uns nichts, weil wir haben ja eh noch Zeit eingeplant. Zug hat 100 Minuten Verspätung, ich habe Spinn. Unser ursprünglicher Plan war, unsere Sachen im Bahnhof einzuschließen, feiern zu gehen und dann irgendwann nachts zum Flughafen zu fahren. Jam, jam, jam. Ich glaube, es wird echt wild heute. Es schaut so süß aus. Daran merkt man, dass wir mit positiven Menschen unterwegs sind. Süße, du siehst einfach toll aus. Entschuldigung, ich versuche hier ein Video aufzunehmen. Wir sind da! Wir kommen jetzt in Nürnberg an mit 105 Minuten Verspätung und Annika so, ja, wenigstens 4 Minuten reingeholt, dann muss das Leben positiv sein. Wirklich, Leute. Ich sperre mir den ganzen Spaß hier ein. Wir sind jetzt halt hier in dem Andesseide und wir besuchen gerade eine Freundin von mir, die da drüben ist. Okay, girl, I'll see you. Lecker? Es ist sehr, sehr gut. Ja, schaut, wen wir hier noch haben. Sarah, Annika. Hey, schaut sie euch an, wie schön die sind. Ich kann nicht mehr. Meine Stimme, Leute, ist einfach weg. Wir sind jetzt am Flughafen. Wir sind am Hauptbahnhof. Und willkommen am Nürnberger Flughafen. Sicherheitskontrolle, check. Ich fühle mich viel besser. Ich habe mich jetzt eigentlich fast abgeschminkt aus meinen Wimpern. Ich habe Zähne geputzt. Annika schläft schon. Annika. Annika. Was ist los? Da geht's jetzt rein. Wir sind gelandet. Katerfrühstück. Ich muss dir was sagen. Was? Wir gehen heute Abend feiern. Stimmt. Geil. Ich weiß nicht. What? Das ist ganz schön wackelig hier. Wow. Ich habe gerade ein paar Italiener angesprochen, weil wir nicht wussten, wo wir hin müssen. Jetzt wissen wir es. Die waren super lieb. Wir haben uns mit Händen und Füßen verständigt. Sieht toll aus. Es war so ein Hin und Her gerade mit dem Bus und mit dem Zug. Oh, wie cool! Und die haben alle Bikini an! Wir sind jetzt beim Strand und das ist so unnormal schön. Annika und ich haben Ching Chong Chong gespielt, wer jetzt halt losgehen muss, um Wasser zu kaufen, weil das haben wir natürlich vergessen. Niemand sieht mich gewonnen. Schaut, was Annika mitgebracht hat. Toll, oder? Leute, sehr unangenehm sind die, wenn man da. Ich lag vorhin da drüben, wo die Frau da liegt. Und jetzt liegt ja genau so, dass er in unseren Schritt schauen kann. Ob das angenehm ist? Ich glaube nicht. Ich habe einfach schon jetzt einen Sonnenbrand. Jetzt gehen wir zur Unterkunft. So ein älteres Pärchen hat, glaube ich, gerade über mich gelästert und über meine kurze Hose. Und dann habe ich denen zugeholt. Ja. Aber die haben dann voll nett zurückgegeben. Also die Sarah hat sich jetzt einfach auf den Boden gelegt, bei der ist schon alles egal. Es ist alles zu spät. Wir warten auf den Bus, der kommt nicht. Leute, da sage ich doch kuschelig, aber mit einer Aussicht. Und wir haben Angst, dass unser Typ verfolgt, weil der läuft hier die ganze Zeit so komisch rum. Ah, da ist er ja. Servus. Jetzt sind wir im nächsten Bus. Schaut doch mal, wie schön das hier ist. So, wir sind da. Egal, wir haben sogar einen Balkon. Echt? Ja, und Tee. Sehr schön, Tee brauche ich. Ach cool, kann man direkt zum Nachbarn rüberschauen, hey. Gibt's hier eine Küche? Ich hoffe, Süße, das haben wir doch gebucht. Toilette, Süße. Wo ist die Küche? Hey, und Löffel, also wir können Porridge echt machen. Das habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich dachte, das ist halt so ein Hostel, so ein normales Hostel mit einer Küche. Huch. Wir gehen jetzt dort einkaufen. Wir waren eigentlich schon fast da und dann haben wir gesehen, dass man dort Masken braucht. Müssen wir noch mal halten? Wir haben so Hunger. Es ist sehr kritisch gerade die Stimmung. Und das eskaliert ein bisschen. Scheiße, ich bin wieder mit Heim und alles. Okay, ich glaube, ich habe eine Tüte. Wisst ihr, wie viel wir geschlafen haben? Gar nicht. Doch, wir haben geschlafen.
Eine aber Stunde nur vereinzelt. Und 2 Stunden am Strand. Flugzeug haben wir auch gepennt. Stößchen, süße Danke, Maus. Alles ist voll mit Jugendlichen. Schau mal, die ganz kleinen Kinder. Die Preise für die Cafés sind ja traumhaft. Wir sitzen in so einem schönen Café hier. Lecker. Unser Kellner ist auch lecker. Wir müssen für Medienkonzeption, fürs Studium Bilder machen. Annika und ich machen jetzt halt hier Bilder. Annika hat ein super Buch dabei. Sehr, sehr gut, Leute, lest das. Aber nur wenn ihr... Ja. Toll aus. Heute ist es sehr windig, das ist super verdient. Und heute Abend gehen wir wahrscheinlich auf ein Festival. Nur hat einer geschrieben und hat gefragt, ob wir da hingehen oder ob ich mich nicht lumpen lassen und hat natürlich zugesagt. Es gab keine Toiletten am Strand und jetzt bin ich in so einem Casino, einem Luxury Casino, auf die Toilette zu gehen. Bei diesem Strand sind wir hier übrigens die ganze Zeit. Wir haben halt lange Sachen an, aber es ist trotzdem viel zu kalt. Aber wir sind ja sehr dankbar, dass wir hier am Strand sein können. Das ist die erste Eisdiele, die ich in Italien suche. Wir waren jetzt doch in einer anderen Eisdiele. Bei dem anderen war so viel los. Das ist diese hier. Toll. Erste Eiscreme in Italien. Ich habe einfach Olla zu dem Typen gesagt. Der drin. Wir sind jetzt daheim. Wir haben gesagt, wir gehen eigentlich direkt duschen. Hat bis jetzt nicht stattgefunden. Wir gehen jetzt gerade auf ein Festival. Immer wieder ewig gebraucht, aber it's okay. Wir haben jetzt gleich 9 Uhr. Am Sonntag. Bitte schön, Mademoiselle. Danke, Süße. Let's go. Let's go. Wir laufen gerade einfach durch Italien. Mit einem Wein aus Italien. Hier ist es richtig schön. Es ist so viel los. Annika hat gerade ihre Singstunde. Leute, wir sind fast da. Hört ihr die Musik schon? Es gibt anscheinend 3 Stages und wir hoffen, dass wir die Hip-Hop-Area finden können. Aber wir wissen nicht mal, wo es reingeht. Ich check's nicht. Wie wild ist es einfach? Wir gehen auf ein Festival. Es ist so viel los. Ich dachte jetzt, es ist voll mini, aber das ist ein richtiges Festival, wirklich. Das ist der Vibe. Wow, es ist so voll. Oh mein Gott. Wir haben unsere Area gefunden. Die Maus nimmt einfach die Flagge mit, die hier hängen. Ich glaube, ich bin. Was ganz wild ist, es wurde eigentlich gesagt, dass die Busse nur bis 23 Uhr fahren. Das war auf diesem Festival. Wir hatten eine mega gute Zeit, es war richtig cool. Es war mega, mega geil. Wir sind jetzt in einem Bus gestiegen, aber wir wissen nicht, wohin er fährt. Jetzt fährt einfach ein Bus um 1 Uhr in der Nacht und jetzt kommen wir easy nach Hause. Wir fahren ins City Center und werden hoffentlich noch was Gutes zu essen finden. Für uns gibt es jetzt noch McDonald's. Toll.